Wir kommen zurück zu Fallout Number 4. Und da habe ich schon mal hier mit unseren Pick-Pick-Boy, wie der Ding hier heißt, mal ein bisschen vertraut gemacht. Also, man kann sich hier, wie gesagt, alles angucken: Skills und Missionsstatus und Inventar und Daten an Karte und so weiter. Also, da geht man immer ein Stück weiter runter und dann kann man hier alle ganz in Ruhe durch Hilfsmittel, diverse Schrott, Mods, Munition. Dann drückt man halt nochmal die S-Taste, dann ist man bei der Daten. Dann sieht man die Aufgaben, Werkstätte, Statistik. Dann drückt man wieder S, dann hat man die Karte. Radio. Da muss man erstmal sich erstmal da die ganze Wüte schrinfummeln. Meisterhändler klingt natürlich auch ganz gut. Stärke. Achso, da können wir jetzt erstmal nichts machen wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, dann steigen wir mal in diesen Gras-Fahrstuhl hier ein. Und dann Name, Special Gute ändern. Aussehen verändern, fertig, verlassen den Vault. Ah, okay, da können wir erstmal noch nichts machen. Okay, dann haben wir das erstmal sicher. Aussehen verändern machen wir nicht, also verlassen den Vault. Level 1. Die Menschen, die sich einen Platz in Vault 11 gesichert haben, hatten. Ach, scheiße. Konnte ich nicht so krass so schnell lesen. Nach Hause. Ah, warte mal, jetzt hat es irgendwas angezeigt mit Radio. Warte mal. Und jetzt für euch aus dem dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Als nächstes kommt was von Cole Porter. Guck mal an, ey. Radio lasse ich mal an. Ich hoffe, es gibt damit keine Probleme in YouTube, ey. Ah, wir könnten natürlich auch das Radio erstmal ausstellen, weil da ich mir erstmal überhaupt nicht sicher bin. Wenn ich die ersten Videos erstmal von Fallout 4 hochgeladen habe und dann damit keine Probleme gibt es dann mit den Videos mit dem Radio, dann können wir ab sofort mit Radio ein bisschen drunnen lassen, durchrufen lassen, dann ist es nicht so ganz eintönig. Oh, Alter, das sieht so krass anders aus hier jetzt, ey, nach der Explosion hier. Radio wäre natürlich nicht schlecht, sag mal, wenn jetzt hier ein bisschen die Atmosphäre hier ein bisschen verändert, ein bisschen düstere Musik, wäre schon geil. Aber warten wir erstmal, was da YouTube sagt. Ah, das war nicht. Ah, den Computer brauchen wir nicht benutzen. Und ich denke mal, wenn wir uns hier hinsetzen, wird da wahrscheinlich nichts dagegen haben. Aber der sagt nichts mehr.
Oh krass, ich muss ganz ehrlich sagen, ey, sieht ja krass anders aus hier. Und ich weiß auch gar nicht, ob man hier ein Inventar, ob man das unbegrenzt hat oder begrenzt. Physik, überhaupt nicht. Naja, werden wir ja sehen. Ja, das sieht ja schon mal. Also richtig big nice, ey. Das sieht noch besser aus. Wie kaufst du die Black Ops 3? Das sieht wirklich krass aus. Entdeckt. Sanctuary oder Sanctuary, wie die Scheiße. Nicht immer hier dazwischen funken hier. Gehen jetzt erstmal hier zu unserem Haus wieder zurückgehen. Ich denke mal, das wird nicht das Problem sein, dass wir das finden. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, warum wir jetzt hier alles mitschleppen. Ja, kann Sinn haben, kann auch keinen Sinn haben. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Na, warte mal, ist doch hier schon meine Bucht, da war? Ja, oder? Wollte schon sagen. Ach, guck mal hier. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Das kann nicht sein. Alle sind tot. Entschuldigung, musste niesen. Was ist passiert, denke ich mal. Godsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben sie getötet an einem größeren Ort. Ich kann nicht tot sein, Mörder meiner Frau. Sie haben sie getötet. Sir. Was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du Sean gesehen? Das ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Nur zwei, nur zwei. Unmöglich, antworte mir. Mir geht es gut. Moment. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen zwei Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Alles klar. Weiß nicht, kein Essen beschaffen. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir, das war schrecklich. Zwei Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus.
aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto. Wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Konzentrieren, hör auf, bleib bei mir. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Holoband, das immerhin etwas, ist nicht viel, danke. Wenigstens etwas. Es soll als Erinnerung dienen, Sir, an glücklichere Tage. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Irgendetwas Gefährliches, vielleicht ja, nein. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Vielleicht ja, nein. Ach nein. Hier ist nichts mehr übrig. Alles ist fort. Wenn Sie in unbekannte Gefilde aufbrechen möchten, nur zu. Ich werde das Viertel während Ihrer Abwesenheit bewachen. Macht das. Das sieht ja krass aus hier. So, was müssen wir jetzt machen? Codsworth. Sir, Sie gehen? Jetzt schon? Habe ich was Falsches gesagt? Geht mal rein hier. Impfstoff. Warte mal. Ach komm. Na, ich muss erst mal gucken. Buch mit Goswurf die Nachbarschaft ab. Machen wir auf jeden Fall. Die Nachbarschaft da abklappern. Wollen wir das machen? Check ich hier nochmal kurz alles ab. Ah, der Fernseher geht nicht, ist ja klar. Sitzen. Ja. Also, grandiose Grafik, also Hut ab und. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part. Haut da rein. Bis dann.